high fives around Bob Ross is really good. All systems online. Landing complete. Takeoff complete. Ejecting. Landing gear raised. Landing gear deployed. Anvil Aerospace. All systems online. Landing gear raised. Ejecting. Shields charging. Stand by for reintegration.
Aerospace. All systems online. Ejecting. Stand by for reintegration. Hallo, hallo. Das ist die momentane Recharge Station für die Energiewaffen. Stand by for reintegration.
Anvil Aerospace. All systems online. Landing complete. Takeoff complete. Landing gear raised. Stand by for reintegration. Anvil Aerospace. All systems online. Ejecting. Stand by for reintegration. Twerky, twerky, twerkies! How are you guys? How is everyone? The Twerks Empty is raiding with 52 attackers! Yahar! See him off, mate! All systems online. Ejecting. Stand by for reintegration.
Stand by for reintegration. Anvil Aerospace, all systems online. Ejecting. Stand by for reintegration.
Ich habe gar nichts geklaut. Calumet. Das ist alles in den Gamefiles gewesen. Ich habe nur etwas gesichert vom PTU. Leitersteigen sieht ganz cool aus, finde ich. Hallo Alien 51. Warum postest du so etwas hier rein? Nein, ich glaube, er ist auf der Tastatur eingeschlafen. Na, hallo Cherry. Hallo Spoof Ghost. Willkommen. Ich habe einfach mal vom PTU, bevor das F gekommen ist, war die Version. Das war die Katze. Ja, ja, das sagen sie alle. Und dann Kopf auf der Tastatur. Also ich habe das in einem PTU, ich glaube es war die Version E, G, F, F war die letzte, E oder G war es, da war ja die Gold Horizon Map drin. Die habe ich mir rauskopiert. Und das Coole ist, wenn du die in die Broken Moon Map ersetzt, also die Broken Moon Map natürlich vorher sichern, das sind die zwei gleichen Dateien, die heißen genau gleich innen drin, die brauchen nur reinkopieren, überschreiben von der Gold Horizon Map. Und dann geht man in einen Free Flight mit der Hornet und ejectet sich aus seinem Seat. Und dann kann man rumlaufen. Mit 1 zieht man die Waffe, kann ein bisschen schießen. Und dann gibt es so Stationen, das ist voll cool. Hier, zum Beispiel hier ist eine. Gibt es nämlich, glaube ich, ich habe 2 oder 3 habe ich gefunden von denen. Und dann kann man hier wieder aufladen. Die Map ist ein bisschen verwirrend, wenn man das erste Mal drin ist, aber die haben hier so Symbole platziert, Nummern so 3. Das Armory, also das Waffenarsenal, soll da drin sein. Und dann sind so Hinweisschilder, wo die anderen Sachen sind. Jetzt die Kantine oder was war noch, die medizinische Station. Nein, Calumet, ich bin kein Hacker. Es ist so, genauso baut man das Spiel zusammen, nur man baut es halt ein bisschen anders zusammen. Ich habe Lego gespielt als Kind. Und hier sind die Symbole. Also links Kantine und rechts ist das Symbol ist für den Schwerkraftgenerator. Cheater. Nein. Advanced Benutzer. Oder so ähnlich. Also rechts das Symbol ist für die medizinische Station. Hm.
unten oder oben? Ich glaube, unten war die. Ja, das geht leider nicht. Der Schwerkopf, genau, ich habe schon probiert, der ist nicht aktiv. Na, du hast sowas wie einen Akku. Und du kannst ihn an den Stationen aufladen. Ja, an diesem Terminal, genau, Thierry. Also du hast keine Magazine, du schießt quasi deinen Akku leer und dann nachher musst du zu einer Station und wieder aufladen. Das ist seltsam. Da ist das Glas noch nicht da, was man zerschießen kann. Okay. Ja, man hat nur einen Akku. Jerry, der 81. Ich weiß nicht, muss sich das noch ändern, dass man irgendwie mehr Akkus oder dass man das irgendwie tauschen kann, mitnehmen vielleicht. Wäre vielleicht sinnvoll. Ah, Spoof Ghost. Okay, I can talk English to you. Ah, gut, du verstehst mich. Das ist toll. Geisterglas, ja. Passt irgendwie zu Halloween fast. Natürlich gibt's da Projektilwaffen, Calumet. Die haben wir ja doch schon gesehen. Ich könnte mir so da gar diese... LH irgendwas Pistole. Es ist jetzt schon eine drin. Ja, das ist ja alles noch nicht fertig. Also das ist das, was ich da zeige, ist noch so eine Vorversion von der Map. Telekollegen mit Herr Matthias. Herzlich willkommen. Danke, Calumet. Heute lernen wir etwas über den... Na, sie werden schon ein bisschen weiter sein. Aktuellen Stand von Star Marine zur Zeit von PTU. Die Map, die sie drin gelassen haben. Vergessen, sagen wir mal. Ich sag immer, die wollen, dass wir sowas finden und dann solche Videos machen wie jetzt oder live. Um dann ein bisschen den Hype wieder zu steigern. Weil bald kommt ja Star Citizen Alpha 2.0. Das ist ja auch so eine Melee-Attacke, die geht mit Maus 4. Ah, you can type in English. It's okay. Ja, das ist dieses Bar-Symbol. Das ist die Bar. Rechts die Kantine. Und diese Ebenen oder die Regionen sind alle irgendwie farbig markiert auch noch.
Ah, das ist hier schlecht beleuchtet. Später kriegen wir mit T noch eine Taschenlampe zum Aktivieren. Also da unten ist Munition, also wenn du Calumet die Projektilwaffen hast, dann kannst du bei diesen Munitionskisten dann aufmagazinieren. Was ist das für ein Symbol? Pfeil nach oben? Hm? Was soll das für ein Symbol sein? Vorsicht, Quetschgefahr? Hm. Nicht die Finger drin lassen? Wofür? Geht hier irgendwas auf? Caution? Electrical Node Access Pressurized Volume. Hm. Ja, genau, der Pfeil nach oben ist der Hangar. Ah, was ist Boofcoast? Was machst du mit? Ist das Map große Größe? Oh, wenn man einmal was zerstört, dann bleibt es kaputt. Hm? Vorsicht, Google Translator kann manchmal tückisch sein. Da steht eine Redeem im Hangar. Pfeil nach links. Lagerraum. Ah, das ist die große Halle. Denke ich mal, das ist das Symbol dafür, oder? Wie würde man unten... Ja, aber Calumet, du spielst ja das nicht. Du wirst ja wohl das nicht mit Joystick spielen, oder? Wenn du meinst, hoffentlich streuen die Projektilwaffen ordentlich. Ich glaube, hier wird es runtergehen zum Hangar durch diese Türe. Immer möglich wäre es. Ich habe es schon mal gemacht mit Joystick spielen. Spaß.
Aha, man muss dabei bleiben und auf Complete warten. Ja, Calumet, für dich müssen sie erst wieder eine Waffe bauen, die so hübsch streut wie die Mantis in 1.2. Und fürs Klettern brauchen wir gar nicht mehr F drücken. Man läuft einfach hin und er klettert drauf. Und von der Höhe runterfallen, ja, kann schon tödlich enden momentan. So, also das war's eigentlich alles. Die Armory. Dann, was gibt's noch? Die Armory, dann den Hangar. Die Bar. Oh, Spoof Ghost, thank you for the follow. Amari, die Bar, den Hangar, die medizinische Station, dann die, wie sagen sie, Mensa oder die Kantine. Und noch was gibt's. Irgendwas habe ich vergessen. Ja, genau. Das mittlere, das größte, das ist die Lagerhalle. Und das war eigentlich alles. Das ist die ganze Gold Horizon Map. Am besten, ich mache mal Screenshots von diesen Piktogrammen und baue dann so einen Post zusammen. Ja, finde ich auch. Es sieht schon ziemlich cool aus. Ja, yeah, thanks. Ah, einen haben wir vergessen, den Schwerkraftgeneratorraum. Den gibt es natürlich auch noch.
Was für eine Einleitung machst du? Meinst du? Kalumet. Ach ja, genau. Momentan gibt es hier Probleme, ins Spiel reinzukommen mit den Reckwaffen. Und da gibt es auch eine Anleitung, wie man es schafft, sie doch reinzukriegen. Das könnte ich zeigen, ja. Ja, die Map erstellt man nicht, sondern man muss die Map schon kopiert haben vom PTU 1.3, ich glaube E war es. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Also, ich habe da den Star Citizen Ordner. Ich bin jetzt hier mit ja, Cloud Imperium Games, Star Citizen Public. Und jetzt gibt es da drin in Data Levels. Und in Levels ist jetzt ein Dogfighting Modul, Galaxy, das Planet Side und Hangar App ist der Hangar drin. Und jetzt, damit man die Map, die war vorher hier drin in Star Marine. In Star Marine war die TE Gold Horizon Map drin. Die hätte man sich rauskopieren müssen. Die ist nicht groß. Das sind nur 2,12 Megabyte. Und in den drin ist eine Level.pack, eine Texture.pack. Und die zwei Dateien braucht man. In einem anderen, nämlich hier, jetzt in deinem Spielfolder in Data Levels, jetzt zum Beispiel Dogfight Modul, damit man mit dem Schiff hineinkommt in die Map, Broken Moon. Ersetzt man einfach Broken Moon. Ist auch wieder Level Pack, Terrain Texture Pack und die zwei Dateien hier mit denen über hier hinüber kopieren und ersetzen. Fertig. Die sollte man sich aber vorher sichern. Weil sonst kann man den Teil vom Spiel nochmal runterladen. Ja, Lenkradprofil. Das ist mein Game Controller. Ich spiele damit Star Citizen. Übrigens. Aber ich habe hier. Was ist. Gerät. Ich habe hier drei Geräte dran, mit denen spiele ich allen Star Citizen. Also mit dem Lenkrad, mit dem Rumblepad. Das ist ein Gamepad und mit dem Extreme 3D Pro oder Joystick. Ja, und dann, wenn man das reinkopiert hat hier, startet man einfach das Spiel, macht einen Free Flight im Solo und nimmt am besten, entweder man hat den Merlin oder die M50 und wenn man die zwei Schiffe nicht hat, dann wäre es gut, wenn man eine Hornet hat, weil mit den anderen Schiffen kommt man nicht rein, da kann man nicht ejecten entweder oder man kommt
jetzt nicht so aus seinem Schiff raus, dass man rumlaufen kann, weil man die ganze Zeit stirbt oder das Schiff explodiert. Jo. Ja, ich habe so einiges gesichert und bei dem habe ich mir gedacht, irgendwie, hey cool, die ist da, kopieren wir sie uns mal. Und schwuppsdiwupps, im nächsten 1F oder 1G schon war sie schon wieder weg, die Map. Haben sie rausgepatcht. Hello, Cyrus. Mal schauen, ob das Rutschen hier funktioniert. Yay, funktioniert! Das wird aber ein Spaß. Well, I get good frames per second on a Republic of Gamers laptop with a GTX 760M 16GB RAM. I say you the truth? No. No one, not even the fastest PC with SLI get really good FPS. In the highest, so you can play around in the settings, but there are no settings, so you have to write them in a text file and know the commands, and then you can get out nearly good FPS. Like I have 60 FPS now. And I have to tell you, the game is not, this is alpha, and this is, there's a little bit optimization, but not much. And they are working on it to get it better. But on the other side, they're also implementing new features and adding new graphics and more effects. And this is more demanding and dropping FPS then again. So. It's a bit, so it's one step forward, one step backward, and when the game is out, I think you can play it, but not in the highest settings with that. Ob ich das noch darf, Kalumet, das weiß ich nicht. Hallo Redcore, grüß dich. Yeah, wait. Now you can, Cyrus, you can play it right now with your laptop, I think, but you have to use this users.cfg file. And there's some nice gray-headed gamer made a nice YouTube video about it, how to use it.
And he has also uploaded it somewhere. Maybe a link. I give you a link to it. If I find it. Oh, it was it Board Gamer? Yeah, Board Gamer. Not Great-Headed Gamer. Here's the video. Ja, Kalumet, das ist wirklich ein neuer Rekord. Yeah, that's maybe I'll do that too. In 2016, to buy a new rig, new CPU, new graphics card. And in 2016, we'll launch a new NVIDIA GPU. Hoppala, der Helm fehlt. Das sind dann noch so Glitches, die in Alpha-Versionen oft zu sehen sind. Ah, hier ist die zweite Munitionskiste. Oh, ihr wollt rutschen, 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 ja. Yeah, it's called Pascal, the new GPU of NVIDIA next year. Launching. Playable version of the game this year. What do you mean? I played for 2 years now?
If you mean, yeah, 2.0, this will be, I hope they get it out this year. The last post there says they're very close. There's also a little video from the last post. It's at the bottom, ganz unten. Yeah, this is like 2.0 will be a tiny version of the persistent universe, a part of a system, but it will be huge in comparison to what we have now in Arena Commander. Maps are very little, very small now, but they will get bigger. Yeah, CitizenCon video was also great. Sorry, deleted the link.